Hallo Leute, und heute zeige ich euch mal schnell den neuen Mod sozusagen im 1.8 Update. Wenn ihr hier auf Singleplayer und dann Create a New World, dann könnt ihr hier auf Creative machen. Ich nenne es jetzt einfach mal Test. So, und dann könnt ihr hier eben noch alles, das ist beim Alten geblieben. Creative. So, dann machen wir jetzt mal Create New World. Jetzt warten wir kurz, und das ist eben so, dass man da fliegen kann, einfach ganz einfach doppelt Leertaste drücken. Man hat unendlich Blocks, man kann mit einem Hack alles abbauen, auch sehr schön. Und man hat eben alles, wie man hier sieht, also im Inventar, wenn man eben normal E drückt, man hat alles, was es gibt. Und man kann einfach es auswählen, jetzt zum Beispiel brauchen wir jetzt zum Beispiel mal eine Schere. Wo ist die Schere? Schere, Schere, nein, ich nehme jetzt den Bogen. Ups. Was ist die Pfeile? Ja, das dauert jetzt ewig, aber naja, ihr seht schon, also es gibt jetzt eben alles. Hier sehen wir auch neue Lianen. Sehen auch mal nicht schlecht aus. Ich kann aber auch nichts aufsammeln, wie man sieht. Dann gibt es auch. Und man kann eben alles bauen. Man kann sogar Bedrock unten abbauen. Kann ich schon mal zeigen. Jetzt bin ich natürlich unter Wasser, aber so. Wo sind die Fackeln? Da. Und da haben wir natürlich prompt eine Höhle entdeckt. Ist ja nicht auch mein Glücksfall. Ja, naja. Und wie man hier auch sieht, also man kann Wasser und Lava zusammen machen, ohne dass dann jetzt irgendwas wieder draußen wird. So. Das sieht auch immer nicht schlecht aus hier. Geht jetzt natürlich alles durch. So. Da war schon Bedrock, also hier sieht man dann schon das ewige Nichts, wenn man da reinläuft. Sieht man eben trotzdem Creative Mod Leben abgezogen, was ja auch natürlich sinnvoll ist. So. Ja, und das ist eben, jetzt können wir nochmal schnell fliegen. Einfach Doppel-Leertaste drücken. Dann fliegt man schön. Auch nichts Schlechtes. Sind wir schon in der Wüste hier. Ich glaube, in der Wüste hat sich jetzt nicht so viel getan. Jo, das war eigentlich jetzt schon alles, was es neu im Creative Mod gibt. Man kann eben auch so Sachen machen, wie zum Beispiel jetzt dieses Kettenhemd, was man normal eben nur aus Feuer herstellen kann, was man sich auch erstmal cheaten musste damals. Das kann man aber gar nicht anziehen, wie ich gerade feststelle. Jo, und was gibt es noch Neues? Ich glaube, eben diese Lianen, die alten Zäune oder wie man es auch nennen will. Bedrock kann man auch setzen. So, und sonst eben Melonen, Perlen, ja. Verdorbenes Fleisch sieht man hier auch mal schön. Wollen wir doch gerade mal hier was Schönes mit Lava machen. Schön Lava Wasserfall oder Lavafall.
sieht doch auch mal nicht schlecht aus. Jo. Mit Doppelt-Leertaste einfach gerade wieder deaktivieren. Das war eigentlich jetzt auch schon alles, was es neu gibt, also im Creative Mod. Jo, also man sieht sich, ciao.